Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Train Fever hier live aus Wettringen, Downtown. Ja, unsere schöne Straßenbahn. Die fährt hier, wie viele Leute hat sie denn? 4, okay. Das ist besser wie leer fahren. Gleich mal die nächste gucken, wenn wir schon mal hier sind. Fühlt sich zur Hälfte, bisschen mehr. Okay, passt auch. Passt, würde ich mal sagen. Was nicht passt, hier fehlt mal wieder die Musik. Die Stammzuschauer wissen warum. Ich habe am Ton umgebastelt, beziehungsweise den muss ich immer ein bisschen kontrollieren, damit das auch nach was klingt hier. Apropos Ton. Ich muss mal ganz schnell bei mir ein bisschen lauter machen, sonst höre ich nämlich meine schönen Züge nicht. Das wäre ja schade, das möchte ich auch nicht. So, ich habe in der letzten Folge gesagt, ach, lasst uns doch erstmal gucken, bevor ich rede. Schön, hier mit der neuen Brücke. Ja, eigentlich, man sollte mal eine Folge machen, einfach mal eine halbe Stunde den Schnabel halten und einfach die Anlage angucken. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Ich werde das dann entsprechend anschreiben, dass Leute, die ein normales Let's Play erwarten, nicht enttäuscht werden. Aber dann einfach mal so eine halbe Stunde über die Map fahren, mal mit dem einen oder anderen Zug mitfahren. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Könnt ihr ja vielleicht sonst in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt, ob das eine gute Idee ist oder ob das eher deppert ist. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt machen wir nicht eine Schweigefolge und Guckfolge, sondern wir machen eine Arbeitsfolge. Da kommt schon der nächste. Meine Güte, da ist echt schon so richtig einiges los. Also das gucken wir uns jetzt noch an. Und dann wollen wir ja eigentlich zur Arbeit übergehen. Ah, schön. Kreuzen hier vernünftig. Ja, und eben, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass wir uns eigentlich hier mal um den Güterbahnhof kümmern wollen. Hier unten in Weißwasser. Wo war er denn gleich nochmal? Muss ich ein bisschen rauszoomen. Hier sind wir ganz falsch. Hier hinten ist er. Da ruckelt es natürlich gleich ein bisschen. Denn hier ist... Oh ja, ein bisschen ist gut. Denn hier ist einiges los. Was hier an Zügen fährt und so weiter. Neben hier die Gleise. Jetzt nur. Ich möchte das noch einmal kurz verschieben. Aber das ist gar nicht schlecht, dass wir mal hier sind. Das passt. Es ist nichts über 100. Die Züge fahren. Es steht keiner. Keiner wartet. Da passt es auch, da kommt der Holzzug und so weiter. Das werden wir alles, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge angucken. Dann widmen wir uns aber wirklich nur diesem Bahnhof hier. Denn ich möchte hier oben noch einen Schritt weiter kommen zuerst. Und zwar mit diesem Gleis hier, dass wir noch eine weitere Linie ziehen. Und jetzt muss ich mal gucken, wohin am besten. Ja, wäre eigentlich, nee, Blödsinn, sind wir ja schon. Hier einmal den Bogen, okay, hier sind wir schon. Nachher hinten gehen wir, dann sind wir hier, dann wäre das nächstliegende Neubehrend. Okay, dann gehen wir also von Neubehrend nach Wettringen oder umgekehrt. Und wie machen wir das am besten? Hier haben wir eigentlich schon einen Tunnel. Warum wartest du? Gut, sind wir gerade hier. Ich glaube, weil hier ein Zug reinfährt. Okay, hatten der ein Signal? Oh, hier fahren gerade zwei rein. Da sind wir wieder bei den Signalen. Der hat hier eins, aber nur ein Ausfahrtsignal. Das sind zwei verschiedene Strecken. Okay, gut, dass wir hier sind. Dann können wir hier nämlich noch nach meiner Fasson die Signale stecken. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder komplett falsch, aber dann gibt es hier ein Einfahrtsignal. Was ist das für ein Gleis? Aha, okay, das ist nur das Depot, das ist ja dann egal. Und dann gibt es hier noch eins. So, ich höre euch schon schreien, aber ich hoffe mal, das ist nicht ganz so falsch. Aber dann müsste der Zug hier hinten eigentlich früher wieder freie Fahrt haben. Ja, müsste, nach meiner Logik müsste. Okay, aber jetzt geht es nicht nach meiner Logik. Doch, es geht nach meiner Logik. Wir machen jetzt nach meiner Logik hier eine neue Strecke. Das heißt, erstmal Pausenmodus und dann werden hier diese beiden Häuser weichen müssen. Ich muss mal gucken, wo wir durchgehen. Wir gehen hier durchs Tunnel durch, nach hier oben. Und hier oben könnten wir raus. Stimmt das? Das stimmt. Wir sind auf dieser Seite. Das passt. Wir könnten hier raus. Wir könnten natürlich auch den ganzen Weg hier... genau. Ja, wir könnten eigentlich den ganzen Weg schon fast... Nee, da müssen wir... Nee, das ist nicht ideal. Okay, wenn wir hier rausgehen, dann gibt es hier... ein paar Brücken, ein paar Tunnels, sonst geht's nicht. Wir kreuzen hier und dann würde ich hier gerne anschließen, dass wir hier auf die Brücke kommen. Dann haben wir hier dann schon drei Gleise. Das müsste ja eigentlich gehen. Das versuche ich jetzt gleich mal. Ich wüsste nicht, warum es nicht geht, aber eben.
Ja, okay. Ich wüsste nicht, warum es nicht geht. Jetzt weiß ich's. Ah, was ist das denn für ein Käse? Jetzt haben wir hier wieder eine Kollision. Wegen den Brückenpfeilern. Das ist dasselbe wie bei der anderen Brücke. Das ist ja schade. Da müsste man doch eine dreiteilige Brücke hinkriegen. Auf der anderen Seite geht's, glaube ich, habe ich doch schon mal ausprobiert. Hier geht's tatsächlich. Hier haben wir keine Kollision. Dann müssen wir. Oh Gott, das ist natürlich blöd. Dann müssen wir kreuzen. Aber warum geht das jetzt? Das ist schon wieder so eine Brückenpfeilerfrage. Warum geht das? Warum, wenn es auf der anderen Seite nicht geht? Ich weiß es nicht. Da werden irgendwie die Pfeiler anders gesetzt. Eine andere Brücke können wir jetzt natürlich nicht auswählen. Das geht nicht. Da die schon bestehend ist. Geht nicht. Ich muss mal gucken. Vielleicht. Naja, wenn es von der anderen Richtung her nicht geht, geht es von der auch nicht. Geht auch nicht mit weiterziehen. Nein, da haben wir die Kollision. Wenn ich von weiter hinten anlaufen nehme, ich lasse nichts unversucht. Nein, das geht einfach nicht. Okay, dann müssen wir hier rüber. Nee, das macht sowas von keinen Sinn. Ja, höchstens wir würden dann hier reingehen. Aber wir haben hier ein freies Gleis. Da müssen wir nicht dieses hier fünffach belegen. Dann müssen wir hier eine neue Brücke machen. Naja, das kann ja auch cool aussehen. Dann machen wir hier eine neue Brücke rüber. Dann hat sie ja zwei Brücken. Dann können unsere Lastwagen unter zwei Brücken durchfahren. Ist doch auch schön. Habe ich jetzt die Musik eingestellt? Ja, warum kommt die denn nicht mehr? Hat sich die verschluckt? Also ich höre keine Musik. Moment. Ist das bei mir wieder viel zu leise? Nee, da ist keine Musik. Ganz interessant. Mal abstellen. Mal wieder einstellen. Weil es ist ja doch ein bisschen trocken so ohne Musik. Habe ich denn noch Fahrzeuggeräusche? Vorhanden. Okay. Keine Musikgeräusche mehr. Das gibt's teilweise. Teilweise backt das ein bisschen. Wisst ihr was? Das ganz ohne Musik öde ist, mache ich ganz einen kurzen Schnitt und bin wieder da, wenn wir wieder Musik haben. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Inklusive Musik. Wäre jetzt zwar nicht so schlimm gewesen, die Musik ist nicht so der Brüller, aber ist dann doch ein bisschen fad, wenn man die nicht hat, finde ich, wenn man hier ein bisschen weiter oben ist und daneben die Fahrzeuggeräusche nicht mehr hört. Guck mal, hier fahren auch gerade zwei Züge weg. Auch sehr schön. Gut, und jetzt hat der hier auch freie Fahrt. Okay, das wollte ich noch schnell gucken. Das war der hier hinten. Sehr schön. Freut mich, dass du auch reinfahren darfst. Und wir wollten hier ausbauen und das werden wir jetzt natürlich auch machen. Jetzt haben wir Musik, jetzt haben wir die Muße. Nur, nee, nix nur. Jetzt machen wir. Jetzt machen wir hier Stopp. Da hinten habe ich ja geguckt wegen der Brücke. Das funktioniert leider nicht, beziehungsweise nur auf der falschen Seite. Und das ist halt ein bisschen doof, muss ich sagen, denn wir müssen da zweimal kreuzen. Einmal rüber, zweimal rüber. Das ist blöd. Ich möchte das anders machen. Deswegen mache ich da eine zweite Brücke. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier wenigstens ein zweites Tunnel hinkriegen. Das werden wir hinkriegen. Da müssen wir jetzt aber leider die beiden Häuschen hier noch opfern. Da kommen wir nicht dran vorbei. So, denn jetzt klappt's. Jetzt müssen wir hier auch durchkommen. Ja, langes Tunnel bis hier oben. Das ist jetzt aber echt nicht wahr. Kollision bei der Terre. Angleichung, ja, wo denn? Was müssen wir denn hier noch abbrechen? Bitte nicht das Tunnel. Aha, okay. Da ist irgendwas ganz vermurkst. Das ist natürlich Käse. Und jetzt hier die Straße abbrechen? Naja. Kann es mal versuchen. Geht das? Ja, wahrscheinlich geht's. Aber die hier geht genau nicht. Kann das sein? Und ich kann doch jetzt nicht die Straße abbrechen hier. Ah, das ist ja ärgerlich. Kommen wir früher raus, dass wir hier weg können? Dann müssen wir ein zusätzliches Tunnel machen. Das würde vielleicht sogar gehen. Das kann ich mal probieren. Das wäre mir fast lieber. Ich muss es mal versuchen, wie dass wir da irgendwie die ganze Straße abbrechen müssen. Ja, das gibt halt auch ein Kollisionsproblem. Das läuft aufs Gleiche raus. Beziehungsweise hier müssen wir die halbe Stadt dem Erdboden gleich machen. Das kann es auch nicht sein. Gut, das wieder weg. Gucken wir, ob wir hier wieder ebnen können. So nicht. Das sollte eigentlich keinen Einfluss haben. Nee, hier kann man überhaupt nichts mehr bewegen. Da sieht man mal, wie festgefahren die ganze Situation ist in diesem Kaff. So, zumachen.
Das muss doch eine Lösung geben. Ich will hier nicht eingleisig durch. Ich will hier definitiv zweigleisig durch. Das war wieder Freizeit. Da pflanzen sie einfach ein paar Bäume hin und dann schimpfen sie. Dann schimpft sich das dann Freizeit. Das ist ja auch nicht schlecht. So, ich versuch's nochmal. Bisschen rauszoomen hier. Damit ich sehe, wo das Problem genau liegt. Es ist diese Straße. Und dieses Board hier, aber das kann eigentlich kein Problem sein. Ich versuche jetzt doch mal die Straße wegzunehmen. Besser. Die können wir ja nachträglich wieder bauen. Das werden wir auch. Muss ich nochmal nach oben. Aha, sieh an. Jetzt geht's. Gut, dann bauen wir das doch gleich mal. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir hier die Straße wieder hin? Da müssen wir erst die Gebäude entfernen. Naja, die bauen sie wieder. Das, denke ich mir, ist nicht das Problem. Das Problem könnte eher sein, hier rüber zu kommen. Ja, so geht's nicht. Zum Glück haben wir das Geld. Haben wir noch genug? Ja, wir haben immer noch 400 Millionen. Das Geschäft brummt. Jetzt kommen wir hier nicht raus, weil da irgendein Problem ist. Jungs, das kann es nicht sein. Echt, was ist denn hier das Problem? Ich möchte nur die Straße anschließen. Jetzt geht's. Einmal schimpfen und schon geht's. Das ist dann halt ein bisschen eine schmalere Straße, aber es ist eine Straße. So, wir können ja mal gucken, ob wir die vielleicht noch ein bisschen größer machen können. Ja, so groß muss sie gar nicht sein. Hier fahren eigentlich zumindest im Moment noch keine Busse von uns durch. Aber es ist eben auch so, je besser die Straßen sind, desto besser wächst die Stadt. Je besser, dass die Stadt wächst, desto mehr Kundschaft haben wir. So, aber ich denke, jetzt haben wir hier den Flurschaden soweit wieder bereinigt. Die Häuser müssen sie selber bauen. Das werden sie auch machen. Also, dann wären wir jetzt mal mit unserer neuen Linie hier hinten. Wieso fahre ich jetzt zurück? So, hier hinten wären wir. Jetzt werden wir hier wahrscheinlich abbiegen. Denn hier müssen wir sowieso noch durch Tunnels durch oder durch Brücken, wie gesagt. Ja, hinten auch nochmal. Aber dann wären wir dann hier irgendwo und gehen hier dann darüber mit einer neuen Brücke. Ja, es wird sowieso mehr als nur eine Brücke geben oder ein Tunnel, so wie das aussieht. Direkt anschließen. Das wäre eben die andere Möglichkeit. Ne, da müssen wir hier auch einen Tunnel machen. Das ist eigentlich egal. Wir gehen hier raus. Gucken, dass wir das mit möglichst viel Tempo machen können. Ja, 115. Das ist nicht wirklich möglichst viel Tempo. Das ist schon besser. Und sieht eigentlich auch gut aus. Halt, halt, halt. Jetzt gibt es hier ein Durcheinander. Das wären dann doch 200 Stundenkilometer. Kriegen wir das noch ein bisschen schneller hin? 250. Viel schneller fährt dann unser Zug wahrscheinlich sowieso nicht. Dann haben wir hier eine schöne Brücke. Fast im Prinzip die gleiche wie da hinten. Und hier oben geht es dann halt in den Tunnel rein. Okay. Das nehme ich so. Ist gekauft. Dann geht es hier raus. Und hier schön dem Hügelkamm entlang. Nein, das ist wieder zu langsam. So haben wir die 300. Dann machen wir das. Jetzt gehen wir hier aber doch noch ein bisschen. Oh, hier kommt, genau, hier kommt schon mal das erste Hindernis. Sollen wir das gleich mal via Brücke, da komme ich hinten nie wieder runter. Da haben wir eine Brücke von hier bis zum Bahnhof. Wenn wir Pech haben. Aber hier ein Tunnel reinmachen und hier unten durch, da müssen wir, das sind wir in Australien. Da kommen wir unten wieder raus. Das muss so ein tiefes Tunnel geben, hier mit dem Hügel im Weg. Ja, ich guck mal, ob ich mit einer Brücke rüberkomme. Eigentlich ja. Wäre ja komisch, wenn nicht. So würde es gehen. Oh, dann machen wir aber die. Aber dann ist sie ja auch vorbei mit zweiten Gleis wahrscheinlich. Das müssen wir dann anders lösen. Aber da müssen wir halt die Brücke wieder abbrechen. Das wäre ja nicht das erste Mal. Ich mach die mal, was wir haben. Das haben wir. Mal gucken, ob wir die verbinden können. Halbwegs mit Tempo. Und sonst fährt halt mal was ein bisschen langsamer. Das ist ja auch nicht tragisch. Ja, da hat es doch... doch eine Schneise drin. Ja, genau. Sonst lassen wir halt mal irgendwas langsamer fahren. Genau. Doch nicht.
Das muss irgendwie schneller gehen. Wenn es direkt geht, dann geht es schneller. Dann gibt es da nochmal eine Brücke. Okay, das ist okay. Wie gesagt, wir haben das Geld. Was soll's? Dann gibt es dafür eine wirklich coole Strecke hier oben durch. Gut, hier über die Brücke. Und jetzt müssen wir hier, eigentlich müssen wir schon wieder runter. Machen wir aber nicht, da wir hier ja auch noch rüber müssen. Und sowieso eine Kollision haben. Ui, was für eine Konstruktion. Heiliges bisschen. Ja, aber sieht cool aus. Das, doch, doch, das müssen wir so machen. Das müssen wir so machen. Jetzt müssen wir nur die Kollision rausbringen. So nicht. Oh Gott. So auch nicht. Weiter runter sowieso nicht. Nee, geht das ja im Grunde nicht. Wahrscheinlich geht es wieder nicht, weil wir... Ja, weil wir krumm hier rüber wollen, sozusagen. Ganz hier rüber möchte ich nicht. Dann sind wir auf der falschen Seite. Da müssen wir... Oder lass mich mal gucken. Ja, dann sind wir auf der falschen Seite. Da müssen wir da wieder kreuzen oder irgendwas. Das ist auch nicht ideal. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Also hier wären wir schon mal. Bis hierher gefällt es mir. Wenn wir jetzt nach hier gehen, wir können es natürlich auch in Schritten machen. Die Frage ist nur, ob es in Schritten dann eben geht. So geht es nicht, so geht es auch nicht. Da, der kriegt da die Pfeiler nicht gebacken. Wenn wir hier rüber gehen. Hier geht's. Okay, dann haben wir aber eben genau das Problem, dass wir auf der falschen Seite sind. Wir könnten auf der Seite entlang. Und dann hier im Prinzip mit dem... das ist eine Konstruktion. Hier mit dem Tunnel runter. Unten durch. Und dann hier wieder mit einer Brücke rüber. Das ist halt dann sowas von kreuz und quer. Primär ist es, wie sieht's aus? Mit der Brücke weiter kommen wir nicht. Mit der auch nicht. Doch, mit der roten wird's gehen. Aber dann, nee, das ist hässlich. Guck mal. Das wechselt dann hier von dieser alten, schönen Brücke in diese komisch rote. Die gefällt mir einfach von den Pfeilern her schon mal nicht. Da wäre die noch besser, klar. Aber wir haben hier diese. Nee, das müssen wir anders machen. Das muss anders machbar sein. Wenn wir hier einfach erstmal hier runter gehen und dann rüber. Haben wir kein Tempo, dann haben wir einfach kein Tempo. Aber eben, wie gesagt, es ist ja, wir können ja auch einfach mal eine schöne, gediegene Strecke machen. Das muss nicht unbedingt mit Tempo sein. Dann kämen wir hier runter und hierfür rüber müssen wir wieder eine Brücke machen oder einen Tunnel. Das ist dann halt ein bisschen doof. Anders kann ich es nicht sagen. Und schade ist in dem Spiel halt auch, dass es gibt keinen Zurück-Button. Also wenn man etwas gebaut hat, dann kann man es nur wieder abbrechen oder einen Speicherstand neu laden. Das ist schade. Hier unten müsst ihr so ein Pfeilchen haben, Klick, dann ist was man gebaut hat wieder weg. Das fehlt mir schon die ganze Zeit. Das habe ich glaube ich nur nie wirklich erwähnt. Denn wenn ich das jetzt baue und doch nicht rüberkomme, toll, dann kann ich wieder abreißen. Und hier... beendet die Brücke tatsächlich schon, weil es hier wieder höher ist. Okay, dann wären wir hier wieder ebenerdig. Machen wir eine Kurve. Okay, dann müssen wir da in den Tunnel rein. Machen wir das so. Das gibt eine kleine Abenteuerstrecke. Ich bin fast schon versucht, hier dann eine Dampflok laufen zu lassen. Das ist klar. Die läuft überhaupt nicht. Also das finanziell wird das ein Desaster. Aber mein Gott, ich baue hier nicht mehr für die Wirtschaft, denn wirtschaftlich geht es uns gut. Also könnte man hier eigentlich, man könnte sowieso noch eine zweite Linie machen. Ja, man könnte so vieles. Jetzt machen wir erstmal die zu Ende und schauen dann. So, also hier rüber. Das würde eigentlich stimmen. Da haben wir aber wieder eine Kollision. Da macht er hier wieder eine Brücke. Wenn wir hier raufgehen, dann geht's. Okay. Da macht er hier aus der Brücke, kommt gleich eine neue Brücke. Weiter runter können wir nicht. Da hinten müssen wir nochmal eine Brücke oder einen Tunnel machen. Das werden wir. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, und hier ist genau eine Kreuzung. Arg. Arg, arg, da kommen wir nicht rüber. Das beißt sich genau über die Kreuzung, das wird schwierig. Kann ich vielleicht hier eine Kurve machen? Nee, natürlich nicht, funktioniert nicht. Das will einfach nicht. Nee, das ist... Oh, warum? Das habe ich nicht gesehen, als wir hier losgefahren sind. Ja, gut, ich kann natürlich
Das kann ich natürlich. Und dann werde ich sie halt nachträglich wieder bauen. Hilft nichts. Der Zug hat Vorfahrt. So, jetzt wollen wir aber wieder runter. Aha, das geht nicht. Warum kann ich denn jetzt hier nicht runter? Das müsste doch gehen. Weil er schon ganz unten ist. Okay, ist klar. Ah, doch, er geht ja da runter. Gut, dann geht er runter. Dann gucken wir, ob wir jetzt die Straße wieder hinkriegen. So schon mal nicht. Ja, das sind dermaßen dünne Pfeiler hier. Das ist die dünnste Straße. Nicht die dümmste, sondern die dünnste. Ne, da kommen wir nicht durch. Die sind zu nahe beieinander. Hier vielleicht? Na. Nö. Haben wir jetzt sonst immer noch viel Platz? Ja, hier. Das ist aber auch wirklich berechnet. Das muss man sagen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Dann müssen wir das halt anders machen. Dann müssen wir mit der Straße, brauchen wir die? Wir als Transportunternehmen? Nein, hier fährt eigentlich von uns nichts. Aber wir können den armen Leuten ja nicht einfach die Straße wegnehmen. Ich würde mal sagen, wir verbinden die mal. Dann haben wir das. Und dann, ja, wie kommen wir denn jetzt nach hier hinten? Indem wir hier zum Beispiel kreuzen. Das wäre eine Idee. Da muss die Straße halt... Die verläuft hier parallel zum Gleise. So, geht jetzt rüber. Aber nicht in der Kurve. Nein, ich möchte keine Kurve. Sonst macht unsere Brücke wieder. Genau. Eine gerade Straße. Jetzt müssen wir hier eigentlich theoretisch weiterfahren können mit der Eisenbahn. Denkste. Heiliges bisschen. Weiter runter. Nein, höher. Nein, geht nicht. Fragt aber frech nach dem Bahnübergang. Mann, ist wieder weg. Sonst machen wir da halt einen Tunnel oder gar keine Zufahrt. Nee, gar keine Zufahrt ist auch Käse. Das müsste doch gehen hier hinten. Da müssen wir halt mit der Straße vielleicht doch tatsächlich noch weiter fahren. Wir fahren mit der mal hier hin. Gucken mal, ob es jetzt geht. Sonst reißen wir sie halt wieder ab. Das ist ja kein Thema. Dafür haben wir unseren Bagger. Jetzt müssen wir doch eigentlich rüberkommen. Denkst du, irgendwas passt ihm nicht? Ein Einzelschritt? So geht's. Okay. Ja, dann machen wir es eben so. Warum das dann so geht, aber... Aha, okay, geht nicht. Kollision, beziehungsweise... Doch, Terrain-Gleichung. Aber ich komme hier schon gar nicht vernünftig runter. Dem passt hier beim Runtergehen schon was nicht. Jetzt wird es aber wieder ganz mysteriös. Das muss doch möglich sein, mit dem Teil hier runterzukommen. Geht nicht. Warum geht das denn nicht? Hallo? Machen wir es anders. Mit dem Platz haben wir ja zum Glück noch. Zum Glück habe ich da noch nicht groß... was angestellt. Wir müssen hier runterkommen. Das muss doch irgendwie gehen, Leute. Sonst haben wir eine Brücke bis nach da hinten. Das wollen wir nicht. Und jetzt kommt er hier aber nicht runter. Das ist ja komisch. Der müsste doch hier weiter runterkommen. Er kann ja sogar weiter geradeaus. Er kann weiter runter. Das ist mir egal. Aber irgendwas muss er doch machen können. Denkste. Da hätte man nicht mal die Straße abbrechen müssen. Das steht, da ist irgendwie hier schon ihren Hund begraben. Ein Wurm drin. So, Step by Step geht's? Jetzt geht's. Okay, jetzt geht's. Puh, ich dachte schon. Sogar mit 300 km/h. Okay, und das passt soweit. Dann können wir diese Schiene hier wieder dem Erdboden gleich machen. Und hier gleich wieder für Ordnung sorgen. Wir sind ja gut erzogen. So, Ordnung. Jetzt müssen wir hier eigentlich auch rüberkommen mit dem Bahnübergang. Ja, manchmal vergisst man... Ja, doch, das klappt. Manchmal vergisst man, dass man das in Schritten machen muss. Vor lauter Enthusiasmus. Man bastelt. Es macht Spaß. Ja, Schritte machen. Ohne Schritte wäre das jetzt hier definitiv nicht gegangen. Wie sieht's denn aus? Das sieht doch eigentlich relativ ordentlich aus. Das ist halt einfach eine schöne Brücke mit diesen Pfeilern, muss ich schon sagen. Die kommt von hier oben, ja. Da müssen wir uns überlegen, da müssen wir schon einen speziellen Zug haben dafür, wenn es dann
wenn es dann läuft. Wir sind aber noch nicht am Ziel, denn hier hinten, hier ist noch ein Gleis im Weg. Also müssen wir da unten durch oder oben durch. Und dann hier hinten passt es dann. Dann gehen wir hier zu diesem Gleis. Und wie gesagt, dann ziehen wir hier eine weitere Brücke rüber. Das müsste eigentlich machbar sein. Ich überlege mir gerade, ob ich die jetzt schon rüberziehe oder ob wir hier erstmal... Was machen wir denn? Tunnel? Oder machen wir hier eine Brücke? Ne, Brücken haben wir eigentlich genug. Eigentlich könnten wir hier in die Erde gehen. Sollen wir die Straße gleich mitnehmen? Müssen wir wahrscheinlich fast... Ob ich dann hier hinten noch runterkomme? Oder ob da der Platz nicht fast zu wenig ist? Ich versuch's mal, ich werde es ja sehen. Also jetzt wollen wir in die Erde rein. Und hier unten durch. Doch, das geht. Tatsächlich, sehr schön. Gut, dann haben wir die Straße noch gekreuzt. Weiter rauf können wir nicht. Okay, passt. Dann wollen wir hier dann aber wieder zum Tunnel raus. Sind wir schon? Nein. Hier können wir aber rauf. Bis hier. Okay. Dann müssten wir dann irgendwann... Da kommen wir raus. Okay, jetzt müssen wir das aber wieder ebenerdig machen, sonst... Wo kommen wir denn jetzt raus? Hier. War nicht, dass das wieder so eine hässliche Ausfahrt gibt. So eine Wand. Wehe, ich möchte hier einen Tunnel haben. Sonst reiße ich es gleich wieder aus. Ab, nicht aus. Ich hab's doch gewusst. Das ist doch ein Käse. Man muss die Teile an einem Stück bauen. So, wenn man sie an zwei Stücken baut, dann kann man unterschiedliche Ausfahrten machen. Das habe ich ja mal gezeigt. Aber das wollen wir hier in unserem Fall ja jetzt im Moment nicht. So, mal gucken, was man hier noch wieder retten kann. Boah, das geht soweit. Okay. Hier hinten noch. Das ist, wenn man es nicht an einem Stück macht, dann gibt es Probleme. Was haben wir denn hier? Wand? Würdest du auch noch bitte hier? Die Wand will nicht. Das ist ja schon interessant. Wenn sich so eine Wand mal gebildet hat, dann will sie auch nicht mehr weg. Die ist dann dermaßen... Keine Ahnung. Jetzt. Ja. Ja, ein bisschen. Das sieht zwar Oberpanne aus, aber... Man muss sich hier als Landschaftsarchitekt regelrecht... Na los, geh nach oben. So, wieder plätten. Ja, okay. So halbwegs. Viel besser kriege ich das nicht weg, wenn ich jetzt hier nicht eine ganze Folge opfern will. Zum Thema Flurschadenbehebung. Das gibt's halt manchmal. Ist zwar kein Panzer durchgerauscht, aber halt... die Baufirma. Die macht dann auch Flurschaden. So, also, jetzt gucken wir nochmal, wie wir das hinkriegen. Wir müssen das Tunnel halt in einem Zug machen. Also wir müssen halt nach hier hinten. Liegt da noch Schiene? Da liegt doch tatsächlich noch eine Schiene. So. Das geht natürlich nicht. Schiene weg. So, da. Bei einer gewissen Stelle. Okay, jetzt hier würde es gehen. Und ich denke, das sieht man ja hier auch in der, sagen wir mal, Blaupause. Doch, jetzt geht's. Daneben ist dann einfach dieses hässliche Wandstück. Aber das kann man nicht ändern. Okay, passt. Das kriege ich jetzt hier wahrscheinlich auch nicht mehr schöner hin. Oh, doch, das geht noch. Hier geht es auch noch ein bisschen. Okay, das fällt dann gar nicht mehr weiter auf. Lass mal gucken, vielleicht können wir hier noch ein Haus hinstellen. Oder eine Straße oder irgendwas. Ein bisschen hat sich jetzt aber wieder bewegt. Ah, okay. Aufgrund des Tunnels wahrscheinlich, dass hier nochmal ein bisschen Platz entstand. Ja, schöner wird es nicht mehr. Okay, aber ist auch egal. Das kann da ja eine Felsformation haben. So ist es ja nicht. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt... eine Brücke machen müssen hier hinten, um darüber zu kommen. Wenn ich das jetzt einfach mal so stinkfrech hier hochziehe, geht sowieso nicht, dann haben wir irgendeine Kollision. Bis hierher geht es auch nicht. Okay, dann gehen wir erstmal hier rüber. Und zwar Volltempo durch den Wald durch. So, und jetzt?
Brückenpfeiler-Kollision. Der mag die Straße da wieder nicht. Ja, da komme ich nicht rüber. Nicht so. Mhm, da ist die Straße sozusagen zu breit. Mit einer anderen Brücke. Geht auch nicht. Okay, haben wir hier wieder ein ähnliches Problem wie da oben. Ich möchte hier aber mit einer Brücke rüber. Da, weil es halt cool aussieht hier. Und am besten mit der gleichen. Ganz klar. Denn einen Tunnel haben wir jetzt hier hinten. Das muss doch gehen, dass man hier eine Brücke hinstellt. Sag mal. Nee, der hat wirklich immer Brückenpfeiler-Kollision. Das sieht schon ganz schräg aus. Das geht nicht. Wahrscheinlich auch nicht, weil die Straße krumm ist. Ja, okay, klar. Ich könnte jetzt wieder die Straße abreißen. Dann haben wir da wieder so eine Düne. Dann haben wir wieder das gleiche Problem wie hier hinten. Deswegen habe ich die andere Brücke abgebrochen. Boah, das ist ja komisch. Naja, machen wir hier keine Brücke. Ich kann es nicht ändern. Oder wie kriege ich die Brücke hin? Sonst machen wir halt eine Kurve. So kriege ich sie sowieso nicht hin. Ich muss ein bisschen von oben kommen. So, so müsstest du doch rüberkommen. Wo ist denn jetzt das Problem? Das gute Stück scheint irgendwie ein grundsätzliches Problem zu haben hier. Hm. Jetzt. Was ist denn das? Ach, okay, dann wäre es gar keine Brücke. Ich dachte gerade, hast du ein Problem mit breiten Straßen? Ja gut, okay, so kommen wir wahrscheinlich irgendwie dann rüber. Klar, dann ist dann vom Bahnübergang. Ich möchte ja aber nicht im Bahnübergang, ich möchte ja hier eine Brücke. So geht's. Naja gut, wenn wir hier keine Brücke machen können. Ich möchte ja aber eine Brücke machen. Ich kann mir nicht helfen. Das muss doch gehen, dass ich hier eine Brücke hinkriege. Also... Was ist das? Das ist keine Brücke. Das geht von oben nach unten. Jetzt wird es zur Brücke. Und dann haben wir genau das Brückenpfeiler-Problem. Ja, es ist irgendwo nicht machbar. Wenn ich hier... Ich könnte mal versuchen... Wo sind wir mit dem Gleis? Hier hinten? Komm ich so rüber? Nee, das ist tatsächlich überall Brückenpfeiler-Problem. Der kommt mit der Brücke nicht über die Straße rüber. Vielleicht, weil sie schräg ist. Ich weiß es nicht. Hier oben ging es zwar auch, aber naja. Geht nicht. Okay, dann gibt es hier keine Brücke. Dann begrabe ich eben diesen Traum. Leider, leider. Mach hier wieder Ordnung, bis ich das gehört. So, einmal Ordnung. Und zieh das rüber. Als normale... Ja, wenn ich den kann. Vorhin ging es doch gar noch. Als normale Schranke hier. Genau. So. Und jetzt, was machen wir hier oben? Gibt es hier noch was? Gibt es noch eine Brücke? Gibt es einen Tunnel? Hier gibt es noch einen Tunnel. Wenn wir hier hin wollen, dann kommen wir hier aus dem Tunnel raus. Das ist soweit okay. Machen wir. Da haben wir hier nämlich auch eine Ausfahrt. Passt. Jetzt müssen wir das noch verbinden. Das müsste auch gehen mit halbwegs Tempo. Ja, 165. Ah, jetzt ist die Steigung zu groß. Mal gucken, ob wir da was machen können. Nee, das geht schon mal. Das geht schon maximal nach unten. Ah, auf den letzten Meter. Nein, nicht eine Brücke machen. Um Himmels Willen. Wir wollen doch nur. Wir wollen nur nach da hinten. Das geht nicht. Okay. Tunnel umsonst gebaut. Würde ich mal meinen. Wenn du schon mal hochgehst hier. Steigung zu groß. Und ich kann hier nicht weiter runter. Doch, kann ich. Jetzt geht's. Okay, das ist aber immer noch zu weit oben. Das leuchtet mir. Ah, okay, jetzt passt. Was war das denn jetzt? Das ist ja eine üble, krumme Geschichte. Der muss hier irgendwie auf 30 runterbremsen, wenn er hier rein will. Naja, dann muss er das halt. Aber das sieht definitiv cool aus. Jetzt ist halt die Frage, was schicken wir hier auf die Reise? Ich würde sagen, einen Gedenkzug.
ganz klar eine Dampflok, irgendwie sowas. Ja, ich werde mal noch eine Nacht drüber schlafen und dann mal gucken, aber ich tendiere stark zur Dampflok. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute, war wieder eine wilde Folge irgendwie hier mit dem Gebaue, mit den ganzen Brücken, die nicht richtig wollten, aber es macht halt einfach tierisch Spaß. Ich könnte ehrlich gesagt den ganzen Tag nichts anderes machen, wie Brücken bauen und Züge schauen. Gut, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.